Auch in der Zwickauer Kunstszene geht es nach langer Pause wieder aufwärts. In der Domhofgalerie wird am 20. März die Ausstellung Grafische Arbeiten etc. des Leipziger Künstlers Matthias Klemm eröffnet. Erstmals wieder mit einer Vernissage. Klemms Werke umfassen ein recht weit gefasstes Spektrum, sowohl in Bezug auf die Techniken als auch auf die Themen. Da war es gut, dass das Pressegespräch mit dem Künstler im Vorfeld der Ausstellung etwas anders ablief als gewöhnlich. Nicht am Pressetisch fanden wir Matthias Klemm, sondern im Beschlag der Journalistenkollegen. Überhaupt war die Domhofgalerie an diesem Tag ein einziges Wuseln. Leiter und Wasserwaage waren aufgebaut und die meisten Bilder standen noch auf dem Fußboden. Doch auch dem Personal in der Domhofgalerie merkte man die Freude darüber an, dass es nun endlich wieder richtig losgeht. Also unsere Ausstellung konnten wir jetzt im Januar, Mitte Januar wieder eröffnen. Jetzt natürlich noch nicht wieder eine Vernissage. Das ist jetzt für diese Ausstellung mit Matthias Klemm die erste Vernissage in diesem Jahr. Es lief also alles ein bisschen anders, als wir uns das vorgestellt haben. Aber wir sind sehr, sehr froh, dass wir das jetzt wieder tun können und freuen uns wieder auf Besucher. Der 1941 in Bromberg, dem heutigen Büttgosch, geborene Künstler ist ein alter Hase im Geschäft. Sein Weg führte ihn auf geradem Weg zur Kunst. Heute lebt er in Leipzig, doch auch zu Zwickau hat er eine direkte Beziehung. Also erstens mal, ich habe hier meinen Lehrer als Gebrauchsfahrer gemacht in Zwickau. Dann habe ich hier die Malen- und Zeichenschule besucht und dann habe ich hier als Student in Dresden, in Leipzig, habe ich dann den Kunstmeisterstand Zwickau bekommen. Ja, und dann habe ich das Hochschulstudium und seit 65 bin ich dann künstlerisch tätig. Grafische Arbeiten etc., so heißt die Ausstellung, die in der Domhofgalerie zu sehen sein wird. Die hauptsächlich bei Matthias Klemm zur Anwendung kommenden Techniken sind die Rollage, die Collage und die Wachstechnik, bei der mit einer eigentlich kaputten Walze ein Untergrund geschaffen und dann entsprechend bearbeitet wird. Die zeitliche Einordnung würde manchen Kurator fast vor unlösbare Aufgaben stellen, denn es geht von den alten Meistern bis in die aktuelle Gegenwart. Ja, ich habe ja Thema gestaltet zum Thema Corona oder jetzt zum jüngsten Überfall auf die Ukraine, habe ich ja auch Dinge tätig. Auf der anderen Seite sind es wieder die alten Meister, mit denen ich mich beschäftige, wo ich merke, dass das alte Thema immer wieder aktuell ist. Auch zu den aktuellen politischen Ereignissen bezieht Matthias Klemm eindeutig Stellung. Schweigen ist da nicht sein Ding. Apropos Schweigen. Auch Musik und Text gehören für ihn zusammen und sind gute Grundlagen für die bildende Kunst. Ich habe also eine sehr gute Beziehung zur Musik und versuche Dinge im musikalischen Bereich, ob das die Matthäus-Passion ist oder ein modernes Kunstwerk, Meißner de Dium, in eine grafische Form zu bringen, sodass also da Parallelen entstehen. Und das wäre ein Blatt, immer, das ist aus mit einem Gegentext von Günter Grass zu einem Hymnus. So, und das Ganze baut sich auf Gegentext und also wie Glaube und Zweifel aus- und einatmen. Und diese Dinge haben sehr aktuelle Bezüge. Und selbst in der Sagenwelt, in der Mythologie wird Matthias Klemm fündig, stellt die Aussagen selbst antiker Mythen grafisch dar. Und einfach zum Thema Icarus, Tetanus. Eine Frage, inwieweit kann ich gehen mit meinem Mut und kann was erreichen? Oder wo gehe ich zu weit und stürze dann ab und schade ich nicht nur mir, sondern auch anderen? Ein Thema, das heute in vielen Bereichen des Lebens echt aktuell ist. Am 20. März um 11 Uhr beginnt die Vernissage. Die Ausstellung selbst ist bis zum 1. Mai zu sehen.